Herr Gredig, 2017 war ein bisschen das Jahr, das Medienjahr der Annäherungen, von der Konzentrationen. Wie schätzen Sie sie 2018? Wie wird das? Also ich glaube, es wird in dem Rahmen weitergehen. Also wirklich so die Konsolidierung und die Festigung auf ein paar Marken. Es wird wahrscheinlich noch weitere Fusionen geben, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Und darum finde ich es wichtig, gerade für unser Unternehmen, gerade für CNN Money Switzerland, dass man auch sieht, es kann etwas Neues entstehen und es kann die Medienvielfalt eben weiterhin bestehen und dass man mit einem neuen Player kann für Furoren sorgen kann. Das ist eigentlich mein grosser Wunsch für 2018, dass man nicht immer weiter abbaut und immer mehr fusioniert, sondern dass man auch versucht, Neues entstehen zu lassen und mit neuen Playern auf dem Markt auch zu zeigen, die Schweiz ist genug gross, auch für neue Medienunternehmen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so zu so Hochzeiten kommt, wie zum Beispiel AZ und NZZ, wird das auch Thema sein für CNN Money Switzerland? Für uns ist das ganz klar ein Wirtschaftsthema und alles, was auch nur annähernd mit Wirtschaft zu tun hat und die Medienbranche hat primär mit Wirtschaft zu tun, dann ist das für uns tatsächlich ein Thema. Die Frage ist immer, wie gehen wir das an und aus welchem Blickwinkel, wenn wir das Thema ansprechen. Unser Anspruch ist es, dass wir vielleicht ein bisschen vertiefter anschauen, mit spannenden Gästen anschauen und vielleicht auch von einer Seite her kommen, wo vielleicht andere nicht so machen, also vielleicht auch den Link wieder ins Ausland versuchen zu machen und zum Beispiel zeigen, die Schweiz ist da ganz klar in einem Rahmen unterwegs, wo es im Ausland ja schon länger gibt. Also so, dass man fusioniert, dass man sich zusammentut, dass man versucht, den Markt zusammen besser zu regieren. Von dem her so ein bisschen Monopolisierung, da sind wir durchaus in einem internationalen Trend. Nur ganz persönlich, ein neues Jahr ist für viele auch, dass man sich neue Vorsätze nimmt für das neue Jahr. Wie sehen die Vorsätze bei Ihnen persönlich aus? Also ganz persönlich, ich komme ja gerade aus England und dort machen sie etwas Spannendes, den Dry January. Dass man nach den Festtagen versucht, möglichst wenig zu trinken, nicht mehr so viel zu essen wie über die Festtage, allgemein ein bisschen gesunder lebt und das ziehe ich knallhart durch. Ich versuche, dass ich das bis Ende Januar so ein bisschen im englischen Sinn versuche, so ein bisschen zu entschlacken und ein bisschen zu entgiften. Und ganz persönlich wünsche ich mir, ich habe ein bisschen mehr von meiner Familie, was im Moment leider wegen Job nicht so der Fall ist, aber vielleicht längerfristig auf das Jahr raus, möchte ich da wieder ein bisschen mehr Zeit der Familie geben.